Annalena Baerbock endlich kurz vor dem Rücktritt. Die Situation in Nahost, könnte Annalena jetzt wirklich noch den Job kosten? Jetzt gibt es offene Rücktrittsforderungen für diesen peinlichen Satz über den Tod Nasrallahs. Das ist nicht in dem Interesse der Sicherheit Israels wäre. Und jetzt mit den jüngsten Meldungen muss man deutlich sagen, die Militärlogik, das ist die eine. Mit Blick auf die Zerstörung von Hisbollah-Terroristen. Aber die Sicherheitslogik ist eine andere und es droht, und deswegen hatten wir ja zu einer Feuerpause aufgerufen, es droht die Destabilisierung des gesamten Libanons, und das ist in keinster Weise im Interesse der Sicherheit Israels. Und da muss man sagen, wenn man weiter bei feministischer Außenpolitik mit seinen Sandkuchenfiguren versucht, auf diplomatischem Wege etwas zu lösen, was schon seit Jahren von beiden Seiten nur mit Waffen bekämpft wird, dann kann sie sich weiter in ihrem Sandkasten verstecken und mit dem Finger auf jeden zeigen. So leid mir das tut und so wenig gerne ich das sagen möchte, aber Israel und Benjamin Netanyahu hat der ganzen Welt einen Gefallen getan mit der gezielten Ermordung des Terroristen Nasrallahs, dem Hisbollah-Führer. Dafür stehe ich auch mit meinem Kanal, und das wird am Ende wieder einige Abonnenten kosten, aber wir müssen uns mal darüber klar sein, dass es auf dieser Welt sogar ganz üblich ist, den Tod zu feiern. In Mexiko gibt es die bunte Nacht der Toten, in Madagaskar gibt es die Fama Dihana, wo die ganze Familie den Tod eines Mitgliedes feiert, in Japan die Totenwache im Familienkreis, in der Karibik den Abschied in der neunten Nacht. Die Sulawesi feiern ein rauschendes Fest für Lebende und für Tote. Und auch dort in Syrien, in Damaskus, in Aleppo, überall sind die Menschen auf die Straße gegangen und haben den Tod von Nasrallah gefeiert. Nasrallah war der Chef der Partei Hisbollah. Aber die Hisbollah führt einen Staat im Staate im Libanon. Ihr könnt ja mal sehen, gestern Abend sind Bodentruppen der IDF, der israelischen Defense Forces, einmarschiert im Libanon, und die libanesische Armee hat einfach sich zurückgezogen. Die libanesische Regierung hat überhaupt nichts mit Nasrallah zu tun, und dennoch muss man sich das vorstellen wie ein Krebsgeschwür im Libanon. Ja, das sind richtig harte Worte, ich weiß, aber was soll man denn sonst dazu sagen, wenn eine fremde Macht sich in einem Staate festsetzt und einen Staate im Staate organisiert? Wie gesagt, die libanesische Regierung ist froh, dass Nasrallah ausgeschaltet wurde. Die libanesische Regierung ist froh, dass Bodentruppen aus Israel kommen, deswegen zieht man die eigene libanesische Armee zurück. Denn die libanesische Armee feuert keine Raketen auf Israel. Das war die Hisbollah, die seit einem Jahr 8.500 Raketen auf Israel gefeuert hat. Und jetzt stehen sie alle da und machen Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi. Die haben ja zurückgeschossen. Ja, Leute, so ist das, wenn man anfängt, Krieg zu spielen, ja? Wenn ihr mit Bomben nach dem einen werft, müsst ihr damit rechnen, dass ihr eine viel, viel größere Bombe zurückwirft. Und ja, die Bilder, sie sind heftig. Der Krater, wirklich Wahnsinn. Aber habt ihr euch mal geschaut, oder hat es euch die Tagesschau vielleicht gezeigt, dass um diesen Krater drumherum zwei Schulen sind? Die Israelis legen hier eine Präzision an den Tag, die wir in Gaza vermisst haben an manchen Stellen. Hier wurde aufgrund eines iranischen Maulwurfes, der hat kurz zuvor bekannt gegeben, die genauen Lagepläne des Bunkers und die zu erwartende Aufenthaltsorte des Führers Nasrallah. Daraufhin sind keine 30 Minuten später die großen Kampfjets gestartet in Israel, haben 80 Tonnen Bomben mitgenommen, aber nach 32 Tonnen Einsatz der Bomben waren sie an ihrem Ziel. Das ist wirklich Präzision, und ja, ich äußere mich hier positiv darüber, dass es Menschen gibt, die andere Menschen töten, denn das ist in einem kriegerischen Konflikt Inhalt des Konfliktes. Wenn euch das zu hart ist, schaut euch jemand anderes an, aber ich bin froh und dankbar an jeden Israeli, der da unten nicht nur Israel verteidigt. Sie verteidigen die ganze westliche Welt gegen die arabische Welt. Das, was sie uns immer erzählen wollen, ja, die Ukraine verteidigt den Westen gegen Russland, das ist ein völliger Nebenkriegsschauplatz. Da unten geht es um viel mehr. Überlegt euch mal, wie viele Länder Israel an den Kragen wollen, und Israel steht mit dem Rücken an der Wand und muss sich verteidigen. Hätte Israel sich die letzten Male nie verteidigt, wären sie schon lange von der Landkarte getilgt gewesen. Ihr müsst euch mal überlegen, dieser ganze Block von Nasrallah wurde zusammengebombt. Keiner redet von zivilen Toten. Niemand.
Selbst die Libanesen nicht. 6 Tote sollen es offiziell sein. Israel sagt, sind mindestens 20. Wenn man sich den Krater anguckt, sind 6 oder 20 auf jeden Fall zwei Zahlen, wo man sagt, man hätte mit Hunderten gerechnet, vermutlich. Aber das war ein höchster Präzisionseinsatz von den 2 Tonnen Bunkerbuster-Bomben, die sie sich haben aus den USA liefern lassen. Und da kann man nur sagen, das hat die Welt wirklich ein Stück sicherer gemacht. Das hat die Welt ein bisschen weniger verrückt gemacht. Und dann kam unsere deutsche Außenministerin und sagt, die Tötung des Terrorfürsten der Hisbollah, die den Staat im Staat Libanon haben, sei nicht im Interesse der Sicherheit Israels. Frau Baerbock, Sie sind vor allem nicht im Sinne der Sicherheit Deutschlands. Dass Sie zurücktreten sollen, finde ich nicht mehr als richtig, wie die CSU das fordert. Eine Peinlichkeit nach der anderen. Selbst die libanesische Regierung hat gesagt, dass die Ermordung Nasrallahs ein Gewinn für die Sicherheit in der ganzen Region ist. Die Destabilisierung des Libanon, die Sie heraufbeschwören, die hat es doch erst vorher gegeben durch die Hisbollah. Ja, ich kenne Leute, die fliegen hier 4-5 Mal im Jahr in Libanon, nach Beirut. Ja, ich kenne so Leute. Das ist völliger Wahnsinn, was für ein Elend da unten herrscht. Ja, und dann sagen sie, jetzt ist Israel schuld. Nein, nein, ihr seid alle selber schuld, die ihr da wählt und diese Terroristen machen lasst bei euch. Ja, ihr müsst es in die Hand nehmen. Auch die Palästinenser müssen es in die Hand nehmen und die Hamas zum Teufel jagen. Machen sie aber nicht. Ja, weil sie auf einer Linie sind. Und dann kommen wir hier in große, große Konfliktbereiche. Wenn wir in Konfliktsituationen sind, wo sich die Bevölkerung dann blindlings solchen Ideologen anschließt, dann gibt es am Ende einfach nur noch mehr Tote. Und nochmal, Frau Baerbock, es wäre sogar im Interesse der Sicherheit Deutschlands gewesen, wenn wir die Israelis unterstützt hätten, Nasrallah auszuschalten. Wir hätten Airbags, wir hätten die Flugzeuge tanken können, irgendwas, irgendwas. Nein, wir machen nichts. Ja, im Krieg sterben Menschen. Und das Beste wäre, wir würden auf diesen Krieg verzichten. Angefangen hat aber in diesem Falle nicht Israel. Und das darf man nicht vergessen. Ich habe in keinem Wort heute gesagt, dass nicht auch Israel Kriegsverbrechen begehen kann. Das ist eine andere Diskussion. Es geht hier um die Ermordung von Hisbollah-Chef Nasrallah. Sie hätten es schon viel früher machen sollen. Und sie haben den ganzen Kopf der Schlange ausgeschaltet. Sie haben über 45 Führer der Hisbollah ausgeschaltet mit Bomben. Dazu die Pager-Attacke. Jetzt gibt es den Nachfolger, ich weiß nicht, der zweite oder dritte Sohn von Nasrallah war jetzt da und den haben sie vorgestellt. Ja, der ist jetzt Nachfolger. Der so unwichtig war bei der Hisbollah, dass er keinen Pager hatte und nie erwischt wurde. Der leitet jetzt diesen Haufen von Trümmertruppe. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze jetzt weitergeht. Ich bin für die Eliminierung der Hamas und der Hisbollah und für sonst jeden, der hier auf dieser Welt meint, er kann durch Terrorismus seine Ziele verfolgen. Die gehören weg von dieser Welt. Ob eingesperrt oder mit Todesstrafe bedroht, müsste eine öffentliche Diskussion einfach mal zeigen, für was die Mehrheit da ist. Denkt dran, in den islamischen Ländern hängen sie und so weiter, steinigen und so weiter. Und hier wird dann rumgejammert, weil Israel sein Recht auf Selbstverteidigung hier annimmt. Und Israel ist mit dem Libanon schon viele Jahrzehnte im Krieg. Es herrscht kein Frieden zwischen beiden, es herrscht Waffenstillstand. Der kann jederzeit einseitig gebrochen werden. Macht die Hisbollah seit 7. Oktober 2023 mit 8.500 Raketen, die sie nach Israel gefeuert haben. Leute, völliger Wahnsinn, völlige Eskalation. Ich bin gespannt auf deine Meinung und ich bin gespannt, wie viele Leute den Kanal deabonniert haben, weil sie sagen, oh, du bist ja pro Israel und du befürwortest die Tötung von Nasrallah. Ja, selbstverständlich unterstütze ich die Tötung von Terroristen auf dieser Welt. Alles, damit diese Welt ein Stück sicherer wird, ist in meinen Augen vertretbar. Ich weiß, harte Worte am frühen Morgen. Abonniere den Kanal oder deabonniere ihn. Wie du das Ganze machst, ist deine Entscheidung. Du bist frei. Hier kostet es keine Zwangsgebühren. Wenn du aber noch die Messerinzidenz des Tages willst, schau mal auf Messerradar vorbei. Wieder 18 Taten mit einem Messer, die nur am Montag in diesem Land gemeldet wurden. Es ist, wie ihr das kennt, einfach eine richtige Katastrophe geworden. Das beste Deutschland, das wir je hatten. Ja, mit Sicherheit, das wir je hatten. Damit sage ich ciao, bis bald.